eigentlich legen wir jetzt direkt los. Jetzt haben wir schon große, wem wir alles danken. Aber im Endeffekt geht es ja um euch und eure Projekte. Ich freue mich, dass ich jetzt hier auf der Bühne begrüßen darf. Laura, Taro und Max, kommt mal nach oben und ein riesen Applaus für euch. Woohoo! Ich übergebe die Bühne direkt an euch und verschwinde. Emergency Drone vor. Unser Problem, also das Problem, das wir uns vorgenommen haben, ist, in Krisengebieten kommt oft jede Hilfe viel zu spät. Wir wollen das ändern, wir wollen versorgen und helfen mit unserem Projekt. Emergency Drone findet Personen und hilft ihnen, noch bevor menschliche Hilfe eintreffen kann. Zum Beispiel, wenn auf einem Berg ein Unfall passiert, braucht die Feuerwehr oder der Rettungsdienst oft viel zu lange, um zu den Personen zu kommen. Deswegen schicken wir Drohnen dahin, die die Personen mit Lebensmitteln, mit Erste Hilfe versorgen und die Position direkt an den Rettungsdienst übermitteln. Genau, als Hardware haben wir uns vorgenommen, schon eine bereits bestehende Drohne zu nehmen und dann da nur ein Modul dran zu hängen. Dazu haben wir einen wunderschönen, hier, also das ist zum Beispiel der Prototyp, die Platte hängt da dran. Die ist aus Holz gebaut. Hier sieht man auch so ungefähr den Plan. Also das ist ein bisschen abweichend, weil mir nicht gesagt wurde, dass noch ein Arduino drauf soll. Hier zum Beispiel Lautsprecher, dann halt der Arduino, der dann später noch dazu kam. Eine Powerbank, die gleichzeitig auch als Router dient. Und ein Raspberry, mit dem wir das Ganze gemacht haben. Ein Greifer. Und eine Kamera, die wird auch gleich vorgeführt werden, nehme ich an. Genau. Wir haben für unsere Mikrocontroller uns für ein Raspberry Pi und Arduino, wie schon gesagt, entschieden. Wir operieren damit mit einem temporären WLAN-Netzwerk, aber später auch über Mobilfunk und Satellit. Und haben dafür ein Control Panel als Website eingerichtet, das hier lokal im Netzwerk der Drohne läuft. Genau, auch wie schon gesagt, wir haben als Control Panel eine Website erstellt, wo wir zwei Knöpfe zu sehen haben. Zum Öffnen und Schließen der Klammer, um zum Beispiel die kleinen Fallschirm hier, den wir hier haben, mit Versorgungssachen abzuwerfen. Und wir haben auch eine Statusanzeige, wo man sieht, was gerade ausgeführt wurde. Und wir haben auch ein Live-Bild von der Kamera. Ja genau, also wie man sieht, theoretisch sollte jedes schwarze Kästchen, das auf der Drohne selber befestigt ist, ein WLAN aufstellen und der Raspberry Pi sollte sich damit verbinden und die Kamera damit auch über eine Webseite anzeigen können. Wie es so ist mit Technik, funktioniert nicht, hat vorhin super funktioniert vor so 5 Minuten, aber ja genau, könnt ihr euch vorstellen, dass da jetzt ein Bild von der Kamera, ah genau, da. Genau, halt mal. Genau, also die Kamera ist hier unten dran und theoretisch sollte die dann ein Bild von der, also wenn da eine Drohne oben dran wäre, würde die rumfliegen und ein Bild von der Umgebung etc. schießen, dass auch das Rettungsteam, das menschliche Rettungsteam danach auch kommen könnte und die Person retten und wissen würde, wo die ungefähr liegt. Genau, dafür haben wir jetzt zum Beispiel auch den Lautsprecher, da würde dann eine Durchsage kommen, dass die Person an der Stelle bleiben soll, damit sie eben auch gerettet werden kann und nicht irgendwo anders hinrennt vor Panik. Wir haben auch, wie schon gesagt, unten dran einen Greifer angebaut,
der Versorgungspakete abwerfen kann. Die Versorgungspakete haben einen kleinen Fallschirm. Und in den Abwurfpaketen befinden sich dann zum Beispiel Pflaster, Proteinriegel für Essen, Wasser, alles Mögliche, was die Person brauchen kann, um sich besser zu fühlen. Ja, das war unsere Präsentation. Wir danken unseren Mentoren und Mentorinnen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.